Hallihallo und herzlich willkommen zurück, meine kleinen Fledermäuse, zu Let's Play The Sims 4. Der Papa muss noch ein bisschen, also der Dracula-Papa muss noch ein bisschen essen. Hier, warum ist der denn traurig? Oh, der brennt. Gut, dann mal erkunden. Ne? Jetzt oder nie. Ansonsten verbrennen wir so ein bisschen. Was? Wir können da nicht reingehen? Oh. Höhlenerforschung. Dracula, der unerschrockene Abenteurer, macht sich daran, die Höhle zu erforschen. Es gibt zwei Wege. Der schmalere ist ziemlich eng, aber Dracula könnte sich durchquetschen. Engen Pfad nehmen. Ich dachte, wir können da reingucken. Vielleicht, wenn wir den richtigen Weg nehmen, dann können wir auch reingucken. Vielleicht ist es sowas. Es ist einfach unmöglich, durch den dunklen, verschachtelten Spalt zu gelangen. Dracula sieht sich zur Aufgabe gezogen und ist frustriert. Geh da noch mal rein. Breitenpfad. Beschämung. Warum sich unnötig in Gefahr begeben? Dracula kriecht den Hauptpfad entlang und erspäht im Fadenlicht eine enge nach oben führende Kurve und eine nach unten führende klapprige Leiter. Nehmen wir mal die Leiter. Weil Nachbarschaft erkundet hat. Man hält es für schwierig, sich an einem mystischen Ort zu verlaufen. Das ist ein blamabler Irrglaube. Dracula wagt sich vorsichtig in den dunklen Spalt und hangelt sich an einen dornigen Ranken voran. Nach einem langen Abstieg erblickt er ganz unten ein schwaches, himmelblaues Leuchten. Er kann auf einen glitschigen, moosigen Vorsprung klettern oder weiter zu dem blauen Leuchten hinabsteigen. Weiter klettern. Das machen die, glaube ich, automatisch. Scheinbar unendliche Ranken führen Dracula immer weiter hinab. Als er erschöpft eine Pause einlegt, wird ihm klar, dass er den Rückzug antreten muss, wenn er nicht für immer dort unten versauern will. Okay, das war also nichts. So, geh noch mal rein. Breitenpfad. Ich glaube, da gibt es eine richtige Kombination. Durch Kurve gehen. Probieren wir das mal. Was allerdings die richtige Kombination ist, wissen wir nicht. Die Kurve führt Dracula zunächst nach oben, dann hinunter in einen feuchten Gang, um eine Biegung und durch einen halb zerfallenen Tunnel. Dracula ist wieder am Eingang. Ja, Mist. Ah, nochmal probieren. Breiten Pfad nehmen. Leiter hinabklettern. Auf Vorsprung steigen. Das ist jetzt neu. Dracula gelangt auf einem weichen, moosigen Faden mühelos voran und erblickt dann den Eingang einer wunderschönen Grotte. In Grotte gehen zum Höhleneingang. Jetzt gehen wir mal in die Grotte. Dracula in die vergessene Grotte schicken. Okay. Ah, siehst du? Habe ich mir doch gedacht gehabt, wenn wir da uns nur durchfragen, dann kommen wir doch vielleicht irgendwie rein. Jetzt wird's interessant. Sogar sehr. Also ich war hier noch nicht. Das ist jetzt mein erstes Mal mit euch. Und hier sieht's eigentlich ganz cool. Oh, was ist das? Frösche suchen. Oh, okay. Boah. Eine Toilette. Die können wir erstmal benutzen. Ich glaube nicht, dass man hier unten Empfang hat. Ich glaube, das ist nur Dekoration. Da unten wohnt anscheinend jemand. Ob der das jetzt raus, also ob der noch immer lebt oder nicht, ist natürlich die andere Frage. Oh, guck mal, hier sieht es total schön aus. Graben. Hier sieht es richtig schön aus. Da hat es auch schöne Kristalle, aber ist da noch mehr oder ist das schon alles? Rosenquarz? Ja, so selten ist es ja nicht. Vielleicht hat es hier besondere Fische. Oh, was ist das? Oh, das ist Frösche suchen. Lilienpflanze ansehen. Grade. Oh, Damien hat Geburtstag. Ja gut, der muss da kurz warten. Okay, huch,
gucken wir uns diese Lilienpflanze nochmal an. Ich habe sie nämlich ausgesehen, weggeklickt. Lilienpflanze ist eine wilde Pflanze. Vielleicht ist es hier, dass man nur hier diese Pflanze kriegt. Ernten. Kartoffelpflanze. Okay. Mikroskopprobe sammeln. Kartoffelpflanze ansehen. Okay, ist eine wilde Pflanze. Ich glaube, das heißt. Aber ansonsten, also hier sieht das ja echt. Es sieht echt gut aus. Ich frage mich, ob man da spezielle Fische kriegen kann. Probieren wir doch einfach mal angeln. Der liebe Herr hat zwar noch nicht geangelt, aber das kann er ja jetzt machen. Okay. Plasmafrucht essen sollte er ebenfalls. So, ess mal die Plasmafrucht hier. Genau. Und nochmal. Und wir können jetzt Vampir dunkle Meditation machen. Das hat mir ja eine von euch gesagt gehabt oder eine von euch. So, angeln gehen. Probier doch jetzt mal, ob du da einen tollen Fisch rauskriegst. Also das Wasser glitzert ja echt schön hier. Es sieht wirklich sehr schön hier aus, aber ansonsten ist hier nicht so viel. Oh Gott, ich sehe hier nicht so viel wegen den schönen Formationen der Wände. Also die Kristalle sind total schön. Ich glaube aber nicht, dass wir was mit denen machen können. Die machen allerdings Geräusche. Aber ich glaube nicht, dass wir was machen können. Wir können hier wahrscheinlich angeln und ich denke mal tolle Fische fangen. Das heißt jetzt in dem Sinne, wenn wir angeln könnten, denke ich, was wir nicht können anscheinend. Anscheinend sind die Fische in dieser Gegend zu clever für Dracula. Es sollte woanders angeln. Okay. Das ist wahrscheinlich dann für Leute, die sich mit dem Fischen etwas besser auskennen als wir. Da müssen wir auf jeden Fall wieder zurückkommen, wenn wir... Oh, Salbeistrauch. Wenn wir die Fischfähigkeit besser haben, nach Hause gehen, genau. Und jetzt wissen wir auf jeden Fall, was wir machen müssen. Wir müssen, der Dracula hat ja jetzt die Geschicklichkeit-Fähigkeit gelernt und jetzt kann er die Angelfähigkeit erlernen bis Level 10 und dann hoffentlich kriegen wir da tolle Fische raus, wer weiß. Okay, also er ist jetzt komplett nach Hause gegangen, sehr gut, also kannst du jetzt hier hinfliegen. Habe ich jetzt den Geburtstag meines Kindes verpasst? Nein. Okay. Das ist sehr gut. Das wäre nämlich nicht so gut gewesen. Ja, guck mal, ich glaube jetzt... Guck mal, kochen. Wobei das hier backen wäre. Oh, was ist das? Plasmafruchtsalat. Okay. Ich wusste nicht. Was? Guck mal, dann macht man das da rein, mein Lieber. Und jetzt kannst du weiße Torte fortsetzen. Sag mal, warum seid ihr eigentlich nicht in der Schule? Oder müsst ihr 3 Tage? 4 Tage? Okay, sie sind aus irgendeinem Grund nicht in der Schule und Urlaub haben sie ebenfalls. Okay, so, jetzt können wir erstmal hier den Kuchen machen. Heute weiße Schokolade. Letztes Mal war es normale Schokolade, heute ist es weiße Schokolade. So, verbessern. Hier. Nein. Und hoffentlich... Oh, die brennt. Ich hab's was vergessen. Ich hab's vergessen. Tut mir leid. Komm hier. Okay. Moment. So. Jetzt funktioniert's. Okay. So. Huch, nein, nicht du. Okay, Kerzen auspusten. Schwester, kannst du mal weggehen? Oder auch nicht, okay. Mach halt keinen Platz für deinen Bruder, der gerade älter geworden ist. Genau, wir wollten ihn als Künstler so haben, wie ich hier sehe. Beliebtheit, Wissen, Kreativität. Herausragender Maler, das klingt doch gut. So, Kreativität haben wir. Wie wäre es mit Perfektionist? So. Genau, seine Vampirkräfte sind jetzt auch ein bisschen anders. Was wir jetzt machen müssen, natürlich, dürfen wir nicht vergessen. Wir lassen das hier oben, lassen wir das erstmal so.
aber hier unten nicht. Also, Moment, erstmal jetzt. Wir müssen auch noch unsere Badewanne verkaufen. Unsere Badewannen, Entschuldigung, nicht nur eine, Badewanne. Okay, so. So, jetzt erstmal hier runter. Oh, nochmal runter. Denn Damien darf hier sein. Okay, so. Also manchmal stört mich das Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, so, was wir jetzt brauchen ist, jetzt müssen wir einmal hier das Badezimmer kopieren. Und wie macht man das am besten? So. Okay, das ist 3. Rüber. Und ich glaube, so. Ja, so ist das dann fertig. Dann bräuchten wir noch eine, ups, eine Tür. Genau. Dann brauchen wir noch das hier. Und wir brauchen, oh, das haben wir noch gar nicht hier gemacht. Guck mal. Und das haben wir hier auch noch nicht gemacht. Sag mal, was haben wir denn hier eigentlich gemacht? So, gibt es das nämlich in Blau? Weiß ich gar nicht. Das Design-Tool kann hier nichts machen. Ja, ist es nicht so gut. Guck mal. So geht das. So. Wir brauchen hier noch Fliesen. So. Ein paar Fliesen. Was wir noch brauchen, wäre natürlich hier. Was ist das für eine weiße Linie? Oh, ach so, okay. Eine Toilette. Ein Bad. Ich weiß gar nicht, jetzt ist das in Blau. Ja. Ein Bad. Vielleicht. Das machen wir eigentlich eher so rum. Die Farben ändern wir natürlich noch. Das ist jetzt einfach so grob kopiert. Ganz, ganz grob. So. Hier das. Und einmal das. Und dann brauchen wir wahrscheinlich noch eine Handseife. Das wäre ziemlich gut. So, genau. Und dann noch, gibt es die in Blau? Ja, natürlich. Natürlich doch. So. Okay, was hatten wir denn hier von der Lampe? Ach, einfach so eine. Okay. So. Eine Lampe. Jetzt müssen wir natürlich das Ganze noch in Blau oder möglichst blau einfärben. So. So, es bleibt so. Hier so ein Blau oder so ein Blau? Nee, so ein Blau. So ein Blau sieht schon besser aus. Oder? Und das ist eher grau. Okay. So passt das dann. So, gucken wir doch mal in diesem Abteil, in dem Pflanzenabteil, was hier noch so gut hinpassen würde. Außerdem haben wir das in Blau. Natürlich in Blau. So, dann passt das ja ganz gut hin. Was wir dann hier noch brauchen, ist noch eines dieser Teile hier. So. Ich weiß nicht, was das immer ist. Weg. Die Eltern haben ein billiges, die Kinder kriegen ein teures, nicht genug Geld. Nicht ein super teures, weil ich nicht genug Geld habe. So, können wir bei ihr auch machen. So. Okay. Das passt dann schon. Dann gehen wir jetzt mal kurz hoch. Dann können wir hier noch ein Teenager-Zimmer draus machen. Denn es ist ja nicht so wirklich Teenager-mäßig. Hier kommt erstmal alles weg. Alles, alles weg.
Schilde kommen ebenfalls weg. Genau, das kommt auch weg. Diese Sachen hier können wir noch behalten. So, hat es das hier in Blau. Aber natürlich. So, einmal hier den Schreibtisch kopieren. So. Jo. So passt das. Wir machen natürlich noch später alles mit drum und dran. So, ich glaube, ist das ein bisschen kleiner? Ist das ein bisschen kleiner? Ja. Das macht nichts. Okay. So. Die Farben ändern wir natürlich. Die bleiben nicht so. Die bleiben nicht pink. Keine Sorge. So. Ist es natürlich ein bisschen enger jetzt? Ganz kleines bisschen. So, der ist natürlich etwas anders orientiert. Also der mag jetzt nicht Schach, sondern der mag eher so Kunst. Deswegen bekommt der liebe Herr, wo ist es denn? Ah, hier. Eine Staffelei. Blau. Sollte hier hinpassen. Ja, die passt hier hin. Allerdings, ja, okay. Passt hier einfach so hin. So, jetzt müssen wir bloß noch hiervon die Farbe ändern. Die Frage ist, welche Farbe? Dunkelblau wahrscheinlich. Das würde ganz gut hier passen. So. Dann da müssen wir vielleicht ein anderes Bett nehmen. Das ist so ein bisschen mädchenhaft. Dann nehmen wir einfach ein anderes Bett hier. Dann nehmen wir so ein Bett sozusagen. Oder so ein Bett. Ja, so ein Bett würde auch ganz gut passen. Das können wir uns nicht mehr leisten. Ach nee, wir hatten das dann. Na, deswegen können wir uns das nicht leisten. Okay, das Bett passt gut hierhin, denke ich. So, ach so, klar, den Schuhranzen müssen wir natürlich auch noch einfärben. Hier in Blau. Alles in Blau. Grau geht auch. Blau lassen wir. Okay, wir brauchen noch Stifte. Nee, falsch. Ja, richtig. So. Ach, das ist genau im Vorhang drin. Das ist natürlich nicht so günstig. Okay. Hier können wir auch noch andere Sachen haben. Sehe ich gerade. Wir können noch Kerzen haben. Wir können eigentlich einiges haben. Retro-Bücher. Schulmappen und Buchstütze. Probieren wir doch einfach mal das hier. Vielleicht so. Antike Bücher. Gewürzregal. Na, das brauchen wir nicht so ganz. Deo für Männer. Na, das klingt doch schon gut. Das klingt schon, als würde es hier hinpassen. Genau, die Klamotten brauchen wir natürlich ebenfalls noch. So. Und Moment, eine Lampe ebenfalls. Moment, Moment, Moment. Ich weiß schon, was für eine Lampe wir da nehmen. Eine blaue natürlich. Wir bleiben hier im Motiv. So, das Problem ist jetzt allerdings, das brauchen wir nicht mehr. Wo packen wir denn das hin? Vielleicht packen wir das einfach hier hin. Ich bin jetzt mal so frei und packe das einfach hier hin. Und huch, 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 oh, huch, huch, huch. Ende die Farbe hiervon. Aber in was für eine Farbe? Das ist eine sehr gute Frage. In Orange. Knall. Orange. Ist da denn irgendjemand, der zu ihm passt? So. Artistik, glaube ich, ist da niemand gerade. Nee, nicht so ganz. Okay. Dann momentan passt da niemand hin. Das wäre aber jetzt sein Zimmer. Finde ich, sieht ganz toll aus. Und dann natürlich noch hier unten das etwas nicht so tolle Zimmer, aber das dazu kommen wir später noch. Das müssen wir jetzt nicht machen. Okay, jetzt müssen wir noch eine Sache machen, und zwar Outfit planen. Wir wollen hier noch
unseren Sim hier ein bisschen aufpeppen. Outfit planen. Was machst du? Ich sage dir, was du machst. Nicht andersherum, okay? Gut. Sehr gut. Das wird heute eine lange Folge. Ihr seht schon. Oh, die Ohren sind sehr... Ach, wir müssen da ja zwei Formen machen. Okay. An dieser Stelle sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben, falls es euch gefallen hat. Vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, wie ihr Damiens Zimmer findet. Und ja, das war's jetzt von mir. Bis dahin, eure Käsekuchen. Tschüss.